So, einen wunderschönen guten Morgen. Moin, moin in Flensburg. Das mit dem Wetter, das hat auf jeden Fall schon mal super geklappt. Ein bisschen wärmer könnte es sein, aber ich hoffe, ihr seid alle warm angezogen. Ja, wir wollen hier heute ins Gespräch gehen mit den Spitzenkandidaten der Grünen in Schleswig-Holstein. Robert Habeck wird auch dabei sein. Leider, Corona ist nicht vorbei. Man denkt es ja schon, aber es hat Aminata erwischt. Das heißt, ohne Aminata Touré heute. Aber Monika Heinold und Robert Habeck sind gleich hier, um mit uns die Themen zu besprechen, die euch und uns bewegen. Und das sind natürlich nicht nur Themen im Moment, die das Land Schleswig-Holstein betreffen, sondern das sind auch ganz aktuell natürlich Themen, die sich aus der Situation in der Ukraine ergeben. Der Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine hat Folgen. Nicht nur emotional spürbar für uns, sondern auch ganz konkret politisch. Und auch darüber wollen wir sprechen. Aber nicht nur. Die Kandidatin des Kreises hier in Flensburg ist vor Ort, Annabel Pescher, und sie wird erstmal eine kurze Rede für euch halten. Begrüßt Sie herzlich mit mir, Annabel Pescher. Danke schon mal für diesen schönen Empfang hier bei tollstem Wetter bei uns an der Förde. Liebe Flensburgerinnen, liebe Schleswig-Holsteinerinnen, liebe Gäste aus überall, in weniger als 2 Monaten findet die Landtagswahl statt. Heute sind Monika Heinold als unsere Spitzenkandidatin und unser Flensburger Bundestagsabgeordneter, da ist er, Robert Habeck, hier, um uns auf unseren grünen Landtagswahlkampf einzustimmen. Mein Name ist Annabel Pescher und ich trete für diese wunderschöne Stadt an der Förde als Landtagskandidatin an. Als solche freue ich mich natürlich auch sehr, euch heute hier und mal nicht in Kiel begrüßen zu dürfen. Als ich in den letzten Wochen mit meinem Team für einen Wahlkampfslogan zusammensaß, haben wir überlegt, was passt zu Flensburg und was passt zu mir und meinen Themen. Und da sind wir ganz schnell auf ein Thema gekommen: der Zusammenhalt. Das Bewusstsein, dass Probleme am besten gelöst werden, wenn alle zusammenarbeiten. Deshalb steht auf meinem Plakat auch, weil wir alle gemeinsam stark sein können. Als wir uns für diesen Spruch entschieden haben, war noch nicht klar, wie schnell wir diesen Zusammenhalt wieder brauchen würden. Dass es Krieg geben würde, mitten in Europa. Die Menschen in der Ukraine müssen fliehen, weil Wladimir Putin einen völkerrechtswidrigen Angriff gegen einen souveränen demokratischen Staat führt. Wir setzen ein starkes Zeichen der Solidarität sowohl mit den Ukrainerinnen als auch mit den Russinnen, die sich gegen diesen Krieg ihres Präsidenten auflehnen. Es ist nicht ihr Krieg, es ist Putins Krieg. Wir stehen bereit, um zu helfen. Schon 2015 haben wir gezeigt, was sich mit unserer anpackenden Hilfsbereitschaft leisten lässt. Wat mut, dat mut. Und ganz typisch für Schleswig-Holstein, mit Herz und Engagement. Sportvereine, Feuerwehren, Schülerinnen und viele weitere Menschen im ganzen Land sind bereit zu helfen. Sie sammeln Spenden für die Ukrainerinnen und bereiten sich auf die Ankommenden vor. Danke für euer Engagement, für eure Zeit und für eure Spenden. Auch wir wollen unseren kleinen Beitrag leisten und haben neben dem Pavillon einen kleinen Stand aufgebaut, wo heute Spenden stellvertretend für die Flüchtlingshilfe Flensburg gesammelt werden. Da vorne wird ganz fleißig gewunken. Da kann man eine Spende geben und wer möchte, kann sich auch einen Flyer von dieser Veranstaltung, signiert von Robert und von Monika, mitnehmen. Die werden ganz heiß gehandelt schon. Im Licht der aktuellen Ereignisse wird das, was uns als Partei in den letzten Monaten beschäftigt hat, natürlich ganz klein. Dabei hat es nur noch mehr an Relevanz gewonnen, dass wir als Grüne für eine Zukunft einstehen, die wir uns als Partei wünschen. Für ein friedliches und geeintes Leben. Nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Unser Programm liefert Antworten auf die Fragen und Themen, die in den letzten Wochen so enorm an Relevanz gewonnen haben. Wir stehen für eine lebendige Demokratie, die alle Menschen im Blick hat. Am 8. Mai ist die Landtagswahl. Wir treten bei dieser Wahl an, weil wir glauben, dass Vielfalt in unserer Gesellschaft uns stark macht und wir Herausforderungen gemeinsam besser bewältigen. Gemeinsam haben wir uns der Corona-Pandemie gestellt. Gemeinsam bekämpfen wir die Klimakrise und gemeinsam stehen wir für eine friedliche Welt ein. Nicht nur für uns, die wir hier stehen, sondern für alle kommenden Generationen. Liebe Freundinnen, ich bin stolz darauf, ein Teil dieser Partei zu sein, die so vielfältige Blickwinkel mitbringt und Antworten auf die vor uns liegenden Herausforderungen bietet. Das sieht man auch besonders an unserem genialen Spitzenduo.
An dir, Monika, die als erfahrene Landespolitikerin mit unmissverständlichem Wertefundament seit Jahren unsere Politik in Schleswig-Holstein gestaltet und auf eine Finanzpolitik setzt, die Zukunft und Innovation baut. Und das bereits seit 25 Jahren. Und Aminata, die leider aufgrund ihrer Corona-Erkrankung heute nicht vor Ort sein kann und diesen Auftrag digital verfolgt. Liebe Aminata, du bist für viele Menschen und gerade für junge Frauen wie mich ein Vorbild. Und du machst Politik für Menschen, die bisher von der Politik nicht gehört wurden. Du setzt dich wie keine zweite ein für ein Schleswig-Holstein der vielen. Danke für dein Engagement und wir wünschen dir alle eine schnelle Genesung. Und jetzt zu dir, Robert. Du vertrittst einen Politikstil, der viele Menschen abholt. Und auch wenn du mittlerweile häufiger mal Anzüge trägst, den Kapuzenpullover hast du in deiner Art nie ganz verloren. Du nimmst die Sorgen der Menschen ernst und setzt darauf, Menschen zuzuhören, anstatt ihre Haltung zu ignorieren. Und ich soll dich jetzt auch noch mal von ganz vielen Flensburgerinnen grüßen, die in den letzten Wochen bei mir an den Stand gekommen sind und gesagt haben, wie stolz sie darauf sind, was unser Robert in Berlin und in der Welt so macht. Vielen Dank für deine Arbeit. Liebe Schleswig-Holsteinerin, am 8. Mai können wir zwar nicht die Welt verändern, aber unser Schleswig-Holstein. Wir setzen uns ein für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und machen Klimaschutz mit Monika zur Chefin in Sache. Wir stehen für echte Bildungsgerechtigkeit, von der Kita bis ins Erwachsenenalter. Wir sorgen für bezahlbaren und sozialen Wohnraum und wir bewegen das Land, kostengünstig und klimaneutral. Und wir stellen den Zusammenhalt in den Vordergrund. Wenn ihr dieses Land wollt, dann wählt am 8. Mai mit beiden Stimmen Grünen und Monika Heinold als unsere Ministerpräsidentin. Vielen Dank. Annabelle, ich drücke dir die Daumen und ich hoffe, ihr wisst, wo ihr das Kreuz macht hier in Flensburg. Ja, eine Sache noch kurz. Wir haben hier Helferinnen im Team von uns aus Kiel und auch Unterstützer aus Flensburg. Die sind mit Zettel und Stift ausgerüstet. Wenn ihr Fragen habt, wir haben am Ende noch Zeit eingeplant, um diese Fragen tatsächlich auch hier vorne direkt beantworten zu lassen von Robert und Monika. Also bitte wendet euch an die Beteiligung, ausgesprochen erwünscht in diesem Fall. Gut, und damit kann es losgehen. Wir starten in unser Spitzengespräch. Gestern noch in Kiel gemeinsam bei der Pressekonferenz und jetzt hier in Flensburg auf der Bühne. Herzlichen Applaus bitte für Robert Habeck und Monika Heinold. Jetzt nochmal, weil es so schön ist und weil ihr jetzt gerade da seid. Schön, dass ihr da seid. Ja, setzen. Aber das Mikrofon, das brauchst du, glaube ich, noch. Genau. Okay. Den Aufgang haben wir schon mal nicht gut hingekriegt. Habt ihr nicht gut hingekriegt? Das war so Applaus für Monika Heinold und dann müssen wir erstmal hier den Weg zur Bühne finden. Ja, aber gut. Ich dachte, du bist ortskundig, das muss man dir nicht nochmal erklären. Weil wenn es was sagt, dann, dass Monika nicht für Show steht, sondern für handfeste Politik, dann geht manchmal der Gegner zur Bühne kaputt, aber wer braucht schon eine Bühne? Vor allem relevant ist ja die Wirklichkeit. Also insofern war das ein ganz sprechendes Bild für das, was ihr wählen könnt. Genau, es geht nicht um die Showtreppe hier, sondern es geht um Inhalte und darüber wollen wir jetzt reden. Ihr habt euch gestern gerade erst gesehen, ihr kennt euch ja schon lange, habt lange zusammengearbeitet, auch in Kiel. Und seid vertraut miteinander auch in der Art zu arbeiten, deshalb finde ich das schön. Wir werden nachher auch ein bisschen was Persönliches mal von euch hören zu euren gegenseitigen Stärken, aber das ganz am Ende gestellt. Wir wollen erstmal natürlich anfangen mit der Situation, die uns alle, glaube ich, gerade ziemlich beschäftigt, emotional und auch tatsächlich in der Arbeit. Dich vor allem, Robert, trotzdem erstmal die Frage, wir starten hier im Land. Monika, was hat denn die aktuelle Situation in der Ukraine eigentlich mit Schleswig-Holstein zu tun? Was muss von der Landesregierung aus passieren und vielleicht, was ist denn auch schon passiert? Ja, erstmal moin. Die aktuelle Situation hat ganz, ganz viel mit uns allen zu tun. Ich glaube auch ganz persönlich, mir geht es auf jeden Fall so, dass ich morgens aufwache und denke, Mensch, was ist heute Nacht passiert? Guck's auf den Ticker und
es ist einfach ein unendlich großes Leid, was immer so ein bisschen wie so ein Schatten auch über einem liegt. Und natürlich dann auch immer sofort die Frage aufwirft, wie können wir helfen, was können wir machen. Und ich glaube, das eine, was ganz wichtig ist, ich habe Rasmus Andresen gerade gesehen, unseren Abgeordneten im Europaparlament. Es ist so wichtig, dass Europa zurzeit zusammenhält und dass wir gemeinsam auch die Aufnahme der Flüchtlinge organisieren und zusammenstehen. Und deshalb an alle europäischen Länder, Städte, Kommunen, die da mitmachen, danke, das ist großartig. Und auch wir hier in Schleswig-Holstein packen wieder an. Wir sind ja noch nicht durch die Corona-Pandemie, die bewegt uns auch immer noch. Und jetzt sind wir wieder dabei, die Flüchtlingsunterkünfte aufzumachen, mit Vereinen, Verbänden, Kirchen, mit der ganzen Gesellschaft zu organisieren, dass wir aufnehmen können mit all den Fragen. Und ich bin ja Sozialpolitikerin und die Kinderseelen zu sehen, also es schmerzt einfach. Und wir wissen, dass wir da unglaublich viel auch helfen müssen in Kindertagesstätten, in Schulen, mit sozialpädagogischer Unterstützung, um das alles hinzubekommen. Und das Dritte, was ich sagen möchte in dem Zusammenhang, was macht dieser Krieg mit uns? Er zeigt, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, Wahlkampf, man mag das Wort ja gar nicht nehmen, aber Wahlwerbung zu machen und zu sagen, am 8. Mai müssen viele Demokratinnen und Demokraten zur Wahl gehen, um auch Putin und anderen Herrschern dieser Welt zu zeigen, wir wissen unsere Demokratie zu schätzen, wir stehen dafür ein, wir verteidigen sie hier und fordern sie weltweit. Ja, wenn Monika sagt, dass sie morgens mit einem unguten Gefühl aufwacht und erstmal guckt, was der Ticker gesagt hat, das wird dir natürlich wahrscheinlich jetzt umso mehr noch so gehen. Robert, du bist in das Amt gestartet mit ja, viel Elan, viel Tatendrang, super vielen guten Ideen und wirst als erstes Mal mit einer schrecklichen Kriegsrealität in Europa konfrontiert. Was hat das mit dir gemacht? Hat das den Blick auf die Politik, die du eigentlich vorhattest und vorhast, verändert? Hat das deinen Blick auf grüne Grundsätze verändert? Vielleicht magst du das mal einmal zusammenfassen. Mache ich gleich. Ich würde gerne einen Gedanken von Monika aufnehmen, weil der tatsächlich zentral ist und auch Wahlkampf in Zeiten des Krieges ein Stück weit einordnet. 2014 sind 100 Menschen in Kiew gestorben, sind erschossen worden, von russischen Scharfschützen erschossen worden, weil sie freie Wahlen und Demokratie haben wollten. Sie haben damals sich auf die Straße gestellt, das war der Maidan, und ihr Leben riskiert und ihr Leben verloren für das, was wir für selbstverständlich erachten. Sie wollten eine liberale, also im besten Sinn des Wortes, liberale, freie Demokratie sein, und das wurde bekämpft, damals schon mit Gewalt. Und deswegen sollen wir das wertschätzen, was wir haben. Das ist schon zwei Seiten des gleichen Kampfes und man soll das nicht selbstverständlich nehmen. Natürlich soll man jetzt vielleicht auch keinen Wahlkampf führen, der irgendwie alles lächerlich macht, und wir müssen uns vielleicht auch nicht mehr wie Kinder im Wahlkampf benehmen. Das ist ja für Politikerinnen und Politiker manchmal die unernsthafteste Zeit überhaupt, immer jeweils alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre in Schleswig-Holstein. Aber dass es wichtig ist, die demokratische Meinungsbildung zu fördern und beziehungsweise dann zur Wahl zu stellen, das finde ich ist eindeutig. Und auch der Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, ist ein Kampf, Monika hat es gesagt, gegen die Demokratie. Das, was im Maidan 2014 passiert ist, gilt in seiner Sicht, ich würde sagen, ja, moin, hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Im Sinne von, gleich. In der Sicht von allen autoritären Herrschern als Schwäche. Dass Menschen sich ihre Meinung bilden, dass Regierungen abgewählt werden können, ist von denjenigen, die sich niemals einer Wahl stellen werden, einer freien Wahl, aus ihrer Sicht ein Zeichen von Schwäche. Wie kann man nur so ein Schwächling sein, sich abwählen zu lassen von der Bevölkerung?
Und jetzt sieht Putin, dass er sich völlig verschätzt hat und dass freie Wahlen und Freiheit nicht ein Zeichen von Schwäche sind, sondern von großer Stärke. Keiner weiß, wie die militärische Invasion der Ukraine ausgeht, aber dass das russische Regime durch die Sanktionen hart getroffen ist, dass er die Entschlossenheit der Bundesregierung, des Westens komplett unterschätzt hat. Und gut, es ist eine Wahlkampfveranstaltung der Grünen, es fällt mir ein bisschen schwer, es zu sagen, aber ich würde mal den Gedanken nicht als komplett unsinnig bezeichnen, dass er gedacht hat, na, nun sind die Grünen in der Bundesregierung, die sind gegen Waffen, die sind gegen Krieg, das ist der richtige Zeitpunkt, Deutschland wird nicht entschlossen handeln. Ja, falsch geglaubt. Wir wissen, was der Wert von Demokratie ist und was es bedeutet, in solchen Situationen dann eben auch Entscheidungen zu treffen, die man gehofft hat, nie treffen zu müssen. Und das ist auch ein gewisser Stolz, den ich habe, und deswegen deine Frage, was hat das jetzt mit mir gemacht oder mit uns in der Bundesregierung gemacht? Ich würde sagen, nichts qualitativ Unterschiedliches. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich was anderes mache als das, was ich machen wollte, nämlich Entscheidungen treffen, um Deutschland und die Wirklichkeit in einer komplexen Welt im Lot zu halten und voranzubringen, aber natürlich unter einer viel größeren Reichweite und unglaublichen Härte. Also die Entscheidungshärte ist größer geworden, aber im Grunde waren wir darauf eingestellt. Natürlich nicht auf den Krieg, aber dass das jetzt ein Spaziergang ist, dass man Minister wird, Ministerin ist, um schöne Tage zu haben und so durchzusegeln, das glaubt nur jemand, der noch nie Ministerin war. Also da muss man sich halt vorher klar machen, was das bedeutet. Insofern freue ich mich fast, das ist nicht zynisch gemeint, dass es gelungen ist, große Entschlossenheit und große Gemeinsamkeit, und ich schließe die Opposition da jetzt erstmal mit ein, in Deutschland herzustellen und als Land dem Diktator entschieden die Stirn zu bieten und dann in Solidarität mit der Ukraine den Durchmarsch von autoritären Regimen ein Stück weit jedenfalls zu erschweren, vielleicht zu stoppen und zu verhindern. Also kein Paradigmenwechsel sozusagen, der jetzt forciert wurde von außen und plötzlich präsentieren sich die Grünen ganz neu, sondern im Gegenteil, mit einer ganz dollen Klarheit dann auch, oder Monika? Ja, es wird ja auf erschreckender Weise deutlich, dass unser Thema, die Energiewende, der Klimaschutz, ganz zentral ist, und wir haben die Energiewende bisher ja energiepolitisch aus Klimaschutzgründen argumentiert, und jetzt bekommt die Energiewende nochmal eine ganz andere, auch sicherheitspolitische Relevanz, und ich glaube, wir Grünen müssen das auch sehr deutlich sagen: Es ist nicht die regenerative Energie, die zurzeit die Unsicherheit in die Welt bringt und die Preise nach oben treibt, sondern es ist die fossile Energie. Das ist das Festhalten an Gas, an Öl und an Kohle. Und wir haben seit Jahren dafür gekämpft, hier eine Wende hinzubekommen, und sind in Teilen ja sogar ein bisschen verlacht worden. Wir würden jetzt für die Besserverdienenden Politik machen und über Solarpflicht auf Dächern sprechen. Und ich sage nur, diese Energiewende weg von Fossilen hin zu regenerativ, aber auch weg von einer Abhängigkeit von Staaten, die brutal durchregieren. Dieses ist zwingend notwendig und bestätigt mich in dem Kurs, Klimaschutz zur Chefinsache zu machen und die Energiewende auch umzusetzen. Ja, Energieversorgung ist mit Wucht auf die Agenda getreten, wo über Jahre lang nichts getan wurde, weggeguckt wurde, unter anderen politischen Regierungen natürlich auch, was bei den Grünen immer Thema vorne war. Jetzt kommen wieder ganz andere Themen ins Spiel. Ich würde mal sagen, auch wenn man die Moderatorin nicht unterbrechen soll, doch, bitte. Aber dass nichts gemacht wurde, ist nun auch falsch, gerade hier in Schleswig-Holstein. Wir sind Energiewendeland Nummer 1. Wir sind die, die Windräder aufgebaut haben. Wir haben für andere Bundesländer gerade die Stromversorgung regenerativ schon mitorganisiert. Insofern, es ist ganz viel gemacht worden, aber es reicht bei weitem nicht aus.
Ich meinte nicht Schleswig-Holstein jetzt ganz konkret. Denn in Schleswig-Holstein sind wir super aufgestellt. Wir produzieren mehr Windkraft, als man hier überhaupt verbrauchen kann. Es geht ja dann um Fragen der Verteilung. Aber jetzt kommen auch die Stimmen wieder, die sagen, ja, das reicht ja aber dann noch alles nicht. Sollen wir vielleicht doch wieder Atomkraftwerke ans Netz nehmen? Hat die FDP im Landtag vorgeschlagen. Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg hat das sogar mit in Erwägung gezogen. Wie seht ihr das, Robert? Ja, das haben wir ja geprüft. Also, weil du nach den Grundsätzen fragtest und ich kann da ohne rot zu werden sagen, nein, kein einziger grüner Grundsatz ist verraten worden, denn es heißt ja, für die Freiheit und der Weg von Klimaschutz zu Freiheit hat das Bundesverfassungsgericht nochmal hergestellt, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn die Freiheit eben bedeutet, dass man den Menschen in der Ukraine hilft, indem man sich unabhängig und zwar schnell unabhängig macht von russischer Energieversorgung, dann ist das ja kein Verstoß gegen einen Grundsatz. Entsprechend habe ich zusammen mit Steffi Lemke, der für die Reaktorsicherheit zuständigen Ministerin auf der Bundesebene, auch geprüft, ob uns die längere Laufzeit der Atomkraftwerke jetzt helfen würde. Und ich will kurz begründen, warum das nicht der Fall ist. Und wir haben das sauber geprüft und nicht ideologisch. Also nicht gesagt, das haben wir aber 1980 ins grüne Programm geschrieben, das kann ja wohl nicht sein. Wir haben drei Szenarien durchgerechnet. Das erste ist, würden wir die Atomkraftwerke, die es noch gibt und die abgeschaltet wurden, wieder ans Netz nehmen, würde das helfen? Ja, es wäre dann mehr Atomstrom, aber die Atomkraftwerke müssten neu zugelassen werden. Abgeschaltete Dinger kannst du nicht einfach wieder anmelden. Das ist keine Waschmaschine, wo man den Stecker reinsteckt. Und die Neuzulassung, die Prüfung nach Sicherheit und Technik würde, normalerweise dauert das einige Jahre, man würde es vielleicht auf ein paar Jahre reduzieren und es würde dann mit großer Sicherheit Nachrüstungserfordernisse nach sich ziehen. Also man nennt das dann Härtung, die müssten dann gegen die Raketenbeschüsse oder Flugabstürze oder Cyberangriffe neu gesichert werden, also quasi die Wirklichkeit nachholen, sodass die erst nach Jahren wieder ans Netz gehen würden. Das hilft uns also nicht weiter. Würden wir die, wir haben noch drei in Deutschland, drei Atomkraftwerke, die weiterlaufen, würden die weiterlaufen lassen, würde das helfen? Zweite Prüffrage. Am Ende ist es zu verneinen, denn diese Atomkraftwerke haben Brennstäbe und diese Brennstäbe sind schon so ausgerichtet worden, dass sie Ende des Jahres abgebrannt sind. Dann haben sie können sie keine Energie mehr produzieren. Man müsste also über den Sommer das Hochfahren der Atomkraftwerke absenken, sie quasi aus dem Betrieb nehmen, um dann vielleicht 3-4 Monate einzusparen und die über den Winter zu benutzen. Das allerdings löst unser Problem nicht, weil unser Problem ja vor allem im Moment die fossile Energieversorgung ist. Wir müssten dann entsprechend die Verbrennung von Kohle oder von Gas hochfahren und hätten entsprechend weniger im Winter. Also führt das sozusagen zu netto null. Es führt nicht zu mehr Strom, ist also auch zu verwerfen. Bleibt als letzte Frage, und das ist die einzige, die eigentlich relevant gestellt werden kann, soll man neue Brennelemente besorgen für die Atomkraftwerke und die einfach dann 3, 4, 5 Jahre länger laufen lassen, die drei, die noch länger da sind. Und es gibt zwei starke Gründe, die dann am Ende allerdings dagegen sprechen. Davor muss man vielleicht sagen, dass Brennelemente zu bestellen in der Regel 18 Monate dauert. Wenn wir die im nächsten Winter haben wollen, merkt man, okay, das haut schon mal rein numerisch nicht hin. Und das Problem ist, dass nicht nur Kohle, Öl und Gas aus Russland kommt, sondern auch Uran. Die Brennelemente, die also in Deutschland im Wesentlichen eingesetzt wurden, wurden in Russland gefertigt. Wahrscheinlich gelänge es, andere Orte zu finden. Uran gibt es auch an anderen Stellen in der Welt. Aber also man kann es nicht auf Monate runterkürzen. Vielleicht im besten Fall auf 15 Monate oder auf 12 Monate. Aber das ist nur vorweg gesagt. Dann hätte man Brennelemente neu gefertigt, die dann 3 bis 5 bis 8 Jahre laufen würden. Und dann wäre die Frage, zu welchen Sicherheitsbedingungen. Und das ist eigentlich mein entscheidendes Kriterium. Atomkraftwerke werden nach dem deutschen Gesetz alle 10 Jahre zum TÜV gebracht, also tief sicherheitsüberprüft. Das hat man jetzt schon 3 Jahre lang ausgesetzt, weil man gesagt hat, die Dinger gehen vom Netz. Dann muss man jetzt nicht noch aufwendigste Sicherheitsprüfung machen. Ein bisschen werden die schon noch halten. Aber wenn man jetzt noch mal 5 Jahre draufpacken würde, meine ich, muss man sie sicherheitsüberprüfen. Und dann hat man das gleiche Problem wie bei Szenario A. Außer man entscheidet sich, das nicht zu tun. Also zu sagen, wir wollen Strom haben und prüfen nicht die Atomkraftwerke. Aber will man in einer Situation, wo erstmals auf europäischem Kontinent Atomkraftwerke mit Panzern beschossen werden, wo alle Sicherheitsbehörden vor Cyberangriffen auf die kritische Infrastruktur, und das sind nun mal Atomkraftwerke, warnen, die Atomkraftwerke zu dem unsichersten Status haben, den Deutschland je hatte.
Ich würde sagen, das ist eine schlechte Abwägung. Und warum ist das eine schlechte Abwägung? Weil die Atomkraftwerke 5% des deutschen Strombedarfs produzieren. Unser Problem ist aber vor allem Gas. Und Gas wird ganz wenig im Strombereich eingesetzt. Nur 15% der Gasmengen kommen in den Strombereich. Sie gehen in die Industrie, sie gehen in die Wärme. Wir heizen aber nicht mit Strom. Und insofern ist das, was wir da kompensieren müssen, für einen massiven Sicherheitsverzicht am Ende kein guter Tausch, kein guter Deal sozusagen. Und deswegen taugt auch dieser dritte Grund nichts. Langer Rede, kurzer Sinn, so wollen wir arbeiten. Wir wollen es auf die Wirklichkeit einlassen, aber wir wollen in der Wirklichkeit entlang von Grundsätzen entscheiden. Und der Grundsatz ist in diesem Fall, die Sicherheit steht über allem, die Versorgungssicherheit, aber sie würde eher gefährdet werden, wenn die Atomkraftwerke länger ans Netz gehen, weil sich Deutschland halt entschieden hat, aus der Atomkraft auszusteigen. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist die Situation auch gerade spürbar. Die, an den Tankstellen stehen die Leute und können fassungslos nur zugucken, wie die Preise nach oben klettern. Wie kann denn jetzt auch entlastet werden, hier zum Beispiel im Land? Was muss getan werden, damit das Ganze nicht auf den Kosten von geringen und mittleren Einkommen einfach jetzt auch passiert, die Preissteigerung, Monika? Ja, die Bundesregierung hat ja ein Entlastungspaket aufgelegt mit Heizkostenzuschüssen, mit der Abschaffung der EEG-Umlage. Robert hat gestern in Kiel auch gesagt, dass die Bundesregierung das natürlich tagesaktuell prüft, ob es noch genug Entlastungseffekt ist. Wir unterstützen in Schleswig-Holstein den Kurs. Ich werbe aber sehr dafür, nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir pauschal für alle die hohen Energiepreise als Staat abfedern können. Hohe Energiepreise sind Teil unseres zukünftigen Lebens oder höhere Energiepreise, aber wir müssen die soziale Komponente mitdenken und müssen diejenigen entlasten, die geringe, aber auch mittlere Einkommen haben. Wir müssen die Familien mit Kindern entlasten und wir müssen im Wirtschaftsbereich sehr darauf achten, dass endlich die regenerative Energie, also bei uns der Wind, genutzt wird, um ihn vor Ort für die Betriebe auch zu fairen Bedingungen zur Verfügung zu stellen, weil das ist unsere Zukunft, nicht den Wind sozusagen abschalten, wenn er weht, also die Energie dann nicht brauchen, sondern diese Energie den Betrieben zur Verfügung stellen, zu fairen Bedingungen. Wir sind Energiewendeland, wir können hier unglaublich viel auch machen, aber müssen entsprechend eben die Weichen stellen. Und dafür, Robert, haben wir euch ja auch in die Bundesregierung geschickt, damit ihr das organisiert. Ja, das Thema Energiesparen war auch immer in den letzten Jahren was man eigentlich lieber nicht gesagt hat. Überhaupt sparen nimmt keine Partei gerne in den Mund, das eben ihren Wählerinnen und Wählern eventuell aufzubürden. Da hat sich das Klima jetzt auch ein bisschen geändert, oder? Kann man da jetzt auch wieder drüber sprechen? Ja, wir müssen ein bisschen sparen, wir müssen uns einschränken, wir müssen unseren Konsum kritisch hinterfragen. Ich bin groß geworden mit Sonntagsfahrverboten, mit den ungeraden Nummernschildern. Einige werden sich noch daran erinnern. Und ich bin auch damit groß geworden, dass ein großes altes Haus nicht immer warm war und wir das Licht ausschalten sollten, wenn wir den Raum verlassen haben. Und wir haben uns in den letzten Jahrzehnten einfach sehr daran gewöhnt, dass wir Energie zu günstigen Preisen haben. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass wenn wir jetzt sagen, liebe Leute, zieht euch mal einen Pulli mehr an und schaltet die Heizung runter. Damit lösen wir die Herausforderung nicht. Das will ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Aber jede und jeder, der mitmacht und sagt, ich drehe die Heizung ein bisschen runter, ich verbrauche weniger Energie, der leistet individuell einen Beitrag. Aber insgesamt muss natürlich die Umsteuerung in der Energie, auch damit weniger Verbrauch möglich ist, staatlich organisiert werden. Ich sage mal das Stichwort Sanierung von Häusern. Wenn viel, gerade auch bei Mietwohnungen, saniert wird, dann haben die Verbraucherinnen und Verbraucher auch hier weniger Ausgaben. Und das ist der richtige Weg und das ist auch eine
Lösung, die mehr ist als zieht euch einen warmen Pulli an. Das Thema Steuern senken hat Daniel Günther hier auch im Land auf die Agenda gebracht. Ist das eine Möglichkeit? Ja, also was heißt eine Möglichkeit, ist es natürlich immer. Die Frage ist, ist es die richtige oder die schlauste Möglichkeit? Monika hat es ja eben schon gesagt und es ist unangenehm, das auszusprechen, aber es gehört eben zur Wahrheit dazu, dass wenn wir solidarisch mit der Ukraine sind und dann müssen wir das ein Stück weit auch ertragen, dass wir jetzt alle miteinander die Konsequenzen von gestörten Lieferketten, von Boykottmaßnahmen ertragen. Das zu sagen heißt natürlich nicht, dass man Leute alleine lässt, also Armut grassieren lässt, dass Leute ihre Wohnung verlieren, das Unternehmen umkippen. Aber manchmal finde ich es ein bisschen widersprüchlich, will ich vorsichtig sagen, wenn man in der gleichen Zeitung liest, Habeck macht doch einen Sofortboykott von Öl und warum sind die Preise an der Tankstelle so hoch? Das passt nicht ganz zusammen, da muss man schon ehrlich sein. Und Sanktionen sind quasi per Definition ja robuste Maßnahmen einer Bevölkerung, sich gegen Unrecht von anderen Staaten zu wehren. Also müssen sie auch gemeinsam getragen werden. Das fair zu organisieren, ist natürlich immer noch politische Notwendigkeit. Aber wenn man, ich meine, wir haben das bei der Corona-Pandemie gesehen, was passiert, wenn ein Hafen nicht mehr arbeiten konnte, weil dort die Hafenbelegschaft Corona hatte und dann sind ein paar Schiffe ausgefallen. Jetzt haben wir eine Situation, wo ein Land, und zwar das größte der Erde, ausgeschlossen wird vom Handel. Das hat Konsequenzen. Und ich kann das nur voll Dankbarkeit sagen, dass ja in der Mehrzahl der Bevölkerung das auch getragen wird. Also zwar, man ärgert sich, denke ich, wenn man für 100 Euro bezahlen muss an der Tankstelle, aber trotzdem ist natürlich die Zustimmung für Maßnahmen gegen Russland enorm hoch. So, das alles gesagt, wie geht es weiter? Monika hat ja eben gesagt, deswegen haben wir euch in die Bundesregierung gewählt. In der Tat ist gerade ein großes Gesetzespaket auf dem Weg, auch das EEG gehört dazu, das den Direktbezug von erneuerbaren Strom so ausweiten wird wie noch nie zuvor. Also Mieterstrom, Mieterstrommodelle, die eigene Solaranlage mit einem zweiten Zähler, wo man dann sein eigenes E-Auto dran tankt, das wird ausgeweitet, sodass wir diese Eigenmöglichkeit schaffen kann, sich unabhängig, wirklich weitgehend unabhängig zu machen von fossilen Energien. Aber natürlich hat nicht jeder ein Haus und nicht jeder kann sich ein E-Auto leisten und das sind Investitionskosten, die gestemmt werden müssen und das kostet alles Geld und deswegen wird das ehrlicherweise nicht für alle sofort erreichbar sein. Und deswegen muss es eben auch soziale Umverteilung geben und soziale Maßnahmen geben. Und einen Teil haben wir ja schon aufgestellt. Der ganz große Hebel, den wir eigentlich erst für Ende der Legislatur vorgenommen hätten, wäre das sogenannte Energie- oder Klimageld zu nehmen. Also wir schaffen eine Möglichkeit, dass der Staat den Bürgerinnen und den Bürgern direkt Geld überweisen kann, dass sie das dann zum Tanken nehmen, zum Heizen nehmen, das ist dann ihnen freigestellt und wenn man dann anfängt, noch Energie zu sparen, dann hat man es auch noch über, um Lebensmittel oder meinetwegen auch andere Ausgaben damit zu tätigen. So ein System aufzubauen, das wäre sicherlich die beste politische Lösung, um immer schrittweise für das, was notwendig ist, Entlastung zu schaffen. Und wenn ich ein letztes noch sagen darf, ich will Monika ausdrücklich zustimmen, dass jeder Beitrag im Moment, Energie zu sparen, ein guter Beitrag ist. Wenn man Fahrgemeinschaften gründet, das Auto stehen lässt, mit dem Fahrrad fährt, die Innenstädte nach 20 Uhr nicht mehr ihre Schaufenster wie Weihnachten, Weihnachtsbäume beleuchten und so weiter. Es ist nur nicht an mir und ich glaube auch nicht an der Politik, die Menschen dafür aufzufordern nach dem Motto, wir machen nichts, macht ihr mal was. Ja, die Politik macht weiter wie bisher, aber ihr könnt euch ja ändern. Dafür sind wir nicht im Amt. Es ist toll, wenn das so passiert, aber wir werden keine Kampagne machen, Leute, macht mal was, sondern wir müssen das schon selber machen. Und das selber machen ist eben die Gesetze ändern, das EEG ändern, den Einbau von Strom, Wärmepumpen statt Gasheizungen zu fördern, die Sanierung zu fördern, entsprechend die Quoten hochzukriegen und das passiert jetzt auch. Das passiert und es macht, also jeder an seiner Stelle, würde ich sagen, und dann gibt es eine gute Synergie, denn das muss man ja auch sagen, bei all dem, was gerade drückt und schwierig ist und bei aller Bekümmernis und bei allem Zorn und aller Enttäuschung und das alles nach Corona, man irgendwie kann es nicht, man kann auch irgendwie fast nicht mehr als Gesellschaft. Es gibt
eine große Entschlossenheit. Das ist doch zu spüren, dass es eine Solidarität, Annabelle hat das gerade gesagt, geradezu eine Kraft in der Gesellschaft gibt. Und wenn wir uns jetzt unterhaken, dann können wir in dieser Zeit eben auch nochmal erleben, was leistbar ist als Land, wenn man zusammensteht. Und wenn man sich Dinge zutraut, die man davor nicht zu packen, anzupacken gewagt hat, weil jeder sich in seiner so ein bisschen nöligen Ecke zurückgezogen hat. Wenn wir das mal aufbrechen würden, dann wird sich nicht nur Putin wundern, sondern wir werden uns selbst über uns wundern. Und das ist doch eigentlich ein gutes Ding fürs dieses Jahr. Annalena Baerbock spricht von feministischer Außenpolitik. Und wenn wir uns jetzt mal die großen Aggressoren der Welt ansehen, von Putin über Kim Jong-un und auch das rein männlich aufgestellte chinesische Zentralkomitee, dann drängt sich ja nicht nur Feministen und Feministinnen die Frage auf, braucht die Welt mehr weibliche Führung? Was bringt weibliche Führung? Was kann weibliche Führung anders machen, nicht besser machen? Es geht gar nicht um eine Bewertung, sondern was anders machen? Da, wo ich arbeite, erlebe ich, dass es ausgesprochen gut ist, wenn Frauen in Führung gehen, gerade auch in männliche Vorstände. Wir haben ja immer noch Vorstände, die rein männlich besetzt sind. Und in dem Moment, wo Frauen mit reingehen, mit die Chance bekommen, wir aktiv dafür auch die Türen öffnen, ändert sich in der Regel etwas in Unternehmen, weil der Blick ein anderer wird und die Kommunikation eine andere wird. Und deshalb bin ich sehr dafür, an jeder Stelle zu schauen, dass wir Frauen in Führung bringen. Und Aminata und ich haben auch deshalb mit dieses weibliche Spitzenduo gemacht, weil der Wahlkampf in Schleswig-Holstein schon wieder sehr männlich daherkam. Und auch wenn ich viele Männer schätze und achte, ist es einfach wichtig, die Macht in unserem Land gleich zu verteilen. Und deshalb dieses aus meiner Sicht sehr starke Spitzenduo von Aminata und mir, damit Frauen gerade auch hier und jetzt und in diesen Zeiten und im Wahlkampf sichtbar sind und mit ihrer Art und Kommunikation, mit ihrem Anspruch, mit ihrem Blickwinkel unsere Demokratie verteidigen. Ja, wenn du schon bei eurem Spitzenduo bist, vielleicht magst du noch sagen, ihr seid ganz unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedlich in der Art, was ihr erlebt habt, auch wie ihr arbeitet. Wo ergänzt ihr euch? Das ist tatsächlich ganz spannend mit Aminata und mir, weil wir uns auch vor dem Wahlkampf jetzt gar nicht so gut kannten, natürlich immer in den politischen Zusammenhängen begegnet sind. Und das Schöne ist, dass wir beide den jeweils anderen Menschen extrem positiv kennenlernen und zu schätzen wissen. Also uns verbindet zum Beispiel ein tiefer Humor, uns verbindet beide eine Verbundenheit zu der wunderschönen Stadt Neumünster. Applaus für Neumünster aus dem schönen Flensburg. Uns verbindet beide, dass wir im Sozialbereich gerade die auf die achten, die weniger haben, die schwierigere Bedingungen haben. Aminata mit ihrer Geschichte des Aufwachsens in einer Flüchtlingsunterkunft und bei mir der Weg in dem Erzieherinnenberuf, wo ich in vielen Einrichtungen gearbeitet habe und viel auch erlebt habe, wie schwierig das ist, für Familien auch durchzukommen, wenn die Rahmenbedingungen eben nicht so gut sind, wie Kinder Unterstützung brauchen. Also ganz viel Verbindendes. Und auf der anderen Seite dieser Unterschied der Generation sozusagen, sie mit dem Anspruch einer jungen Frau, und ich habe ja nun schon ein paar Jahrzehnte auch hinter mir, und dieses auch auszutarieren, was sieht sie und was sehe ich, sich darüber auszutauschen, um dann gemeinsam Programmatik zu machen, das ist extrem spannend, extrem schön und weitet nochmal unseren Blick in die Gesellschaft. Und deshalb haben wir uns ja auch für dieses Motto entschieden, Stadt, Land, Schleswig-Holstein. Also alle sehen, mit allen reden, so viel wie möglich mitnehmen, alt, jung, divers, mit einem unterschiedlichen und doch gemeinsamen Blick in unsere Gesellschaft hinein. Wir
Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch ganz viel auch über die Folgen der Ukraine-Krise sprechen. Wir könnten über ganz viel anderes noch mit dir sprechen und ein paar Fragen gibt es wahrscheinlich auch am Ende noch. Aber ich möchte einmal noch mal kurz einen Blick hinter die Kulissen in Berlin werfen, auch wenn jetzt da ja wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit für war. Aber viele haben geunkt, diese Regierungskoalition, ob die so lange hält, die Grünen dann mit der FDP, klappt das dann tatsächlich gut? Vielleicht magst du einmal kurz sagen, es ist noch nicht lange, aber wie klappt die Zusammenarbeit bisher? Gut. Danke. Ja, also wenn ich, also du wirst es mir nachsehen, dass ich jetzt nicht von einzelnen Telefonaten oder irgendwie sowas berichte, aber... Doch, warum nicht? Also man kann ja vielleicht beim Schleswig-Holstein anfangen und reden und das ist ja... Nicht, da wollte ich gleich hinkommen. Wir wollten jetzt ja nach Berlin. Dann baue ich hier eine Brücke. Ich sage gleich was zu Berlin noch. Aber dass Schleswig-Holstein so eine politische Kultur hat, wie sie die im Moment hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Und die Älteren wissen das, dass gerade dieses Bundesland in verschiedener Hinsicht echt raue Sitten hatte. Also Engholm-Barschel, Heide Simonis, der Heidemord, als damals dann, wann war es denn, als in der Nachfolge von Heide Simonis, das muss 2005 gewesen sein, Monika, wo wir oder die eine Minderheitsregierung versucht haben zu bilden, also Rot-Grün unter Tolerierung des SSW, der dänischen Partei, der Partei der dänischen Minderheit, wie damals quasi auch gerade hier in Flensburg ein Kulturkrieg losgegangen ist, dass ob der SSW, also die Menschen, die sich der dänischen Minderheit zurechnen, überhaupt das Recht haben, eine Landesregierung mitzutragen. Und das ist erst, wie viel jetzt, muss ich mal rechnen, 17 Jahre her. Und das hat sich komplett gedreht und komplett geändert. Es gibt eine große Selbstverständlichkeit des Zusammenspiels zwischen den demokratischen Parteien. Und es gibt auch, gerade jetzt hier einmal für Flensburg gesprochen, und das war vor 150 Jahren, das hier war vor 150 Jahren der Donbass Europas. Ja, hier haben sich die Leute die Köpfe eingeschlagen und erschossen wegen Grenzlinienfragen. Und heute ist man stolz darauf, in einer gemeinsamen Kultur mit zwei verschiedenen Sprachen, zwei verschiedenen Kulturen, ja nicht nur zwei, sondern je mehr Kultur es ist, je mehr Sprachen es ist, umso glücklicher sind hier die Menschen. Das ist aber vor allem in den letzten 15 Jahren geholt worden und ich glaube, ohne ganz komplett unbescheiden zu sein, einen gewissen Anteil daran haben wir auch gehabt, Monika, die Grünen. Weil wir uns aufgestellt haben und rausgetreten sind aus den Blöcken. Also wir haben die grüne Eigenständigkeit war natürlich einmal eine selbstbewusste Ansage, dass wir nicht die Öko-App von irgendeiner Partei sind oder die ökologische Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratie oder so etwas. Andererseits aber auch natürlich der Versuch, nicht zwei Lager, die sich dann bekriegen, Asterix der große Graben und dazwischen gibt es gar nichts mehr schwarz-weiß, zu spielen, sondern eine dynamische Gesellschaft auch in eine dynamische politische Wirklichkeit zu übersetzen. Und das war eigentlich das Projekt der letzten 14, 15, 17 Jahre in Schleswig-Holstein. Und ich glaube, mit aller Bescheidenheit, es ging von den Grünen aus. Und so ist es eben möglich gewesen, 2012 mit Regierungseintritt eine progressive Küstenkoalition zu haben und dann, als sie keine Mehrheit mehr hatte, in der Regierung zu bleiben, um Jamaika zu formen. Und natürlich war das damals ein Angang, dass man auf einmal als Grüner mit der Opposition, damals CDU, FDP, zusammenarbeiten sollte. Und hast du ja gesagt, FDP und Grüne diskutieren viel miteinander. Man muss sich erstmal finden. Aber sich zu finden, also auch mal was Neues zu probieren, zu lernen, vielleicht auch die eigene Position mal zu hinterfragen, auch wenn das mal wehtut, so schlimm ist das auch mal nicht. Also über sich selber nachzudenken und sich zu hinterfragen, ist jetzt nicht die schlimmste Qualität, die ein Mensch oder eine Politikerin oder ein Politiker mitbringen kann. Und insofern hat Jamaika okay geklappt, würde ich sagen. Und die Ampelregierung in Berlin klappt auch okay. Wir üben natürlich, wir lernen aneinander. Man muss verstehen, warum der Partner, den man dafür für seine Position noch im Wahlkampf richtig angemacht hat, verlacht hat, bekämpft hat, auf einmal diese Position irgendwie beibehalten muss und warum er oder sie so argumentiert. Das sind Prozesse, das muss man einfach zugeben. Aber insgesamt muss man doch sagen, dass wir uns bei unterschiedlichen Positionen als eine Regierung darstellen und geschlossen agieren und auch die komplexen Sachen wie finanzpolitische Themen oder die Energiepolitik oder Ordnungsrecht versus Förderpolitik oder so etwas doch geschlossen hinkriegen. Und das ist doch das, was gerade einzahlt, wo Putin sich verrechnet hat. Ich glaube, der hat den Krieg, also es ist jedenfalls
ein Zusammentreffen, dass der Krieg losging, als in Frankreich Wahlen war und in Deutschland nach vielen Jahren die Große Koalition nicht da war. Und wahrscheinlich ist der Gedanke da auch mit eingespielt gewesen, da ist Europa geschwächt. Und da jetzt zusammenzustehen und zu sagen, wir mögen unterschiedliche Parteien sein, aber wir lassen uns doch in solchen Situationen nicht schwächen, so ist das gerade. Das ist auch der Geist und man kämpft darum, sich unterzuhaken. Und das ist eine gute Erfahrung. Bier mit Christian Lindner, ja oder nein? Mensch. Bitte? Trinkst du ein Bier mit Christian Lindner, ja oder nein? Ja, er trinkt Wein, aber ja. Und in letzter Zeit, das ist aber auch gut, hat der Alkoholkonsum gelitten. Das ist aber sehr schön. Okay. Ja, Monika, jetzt hat Robert, seit Robert mir hier meine Brücke... Beim Tempolimit beim Trinken, ja. Robert hat jetzt die Brücke schon genommen, die wir eigentlich noch gehen wollten oder ich hier noch gehen wollte in die Jamaika-Koalition nach Schleswig-Holstein. Du bist Finanzministerin seit 2012, stellvertretende Ministerpräsidentin seit 2018, letzte Legislaturperiode ganz erfolgreich eben zusammengearbeitet mit der CDU und auch mit der FDP. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Was hat sich in Schleswig-Holstein, du hast es schon gesagt, wir haben uns da vorhin missverstanden, natürlich, energiepolitisch ist es hier nach vorne gegangen bei uns, ganz klar. Aber wo hat sich Schleswig-Holstein in dieser Zeit noch durch grüne Politik verändert? Robert hat gesagt, ihr habt auch den Boden bereitet für vieles. Wo würdest du sehen, was sind die großen Erfolge jetzt auch der Grünen? Also unser Haupterfolg ist, dass wir immer einen Satz in den Vordergrund stellen und der heißt, die Menschen haben einen Anspruch darauf, gut regiert zu werden. Die haben so viel mit ihrem Alltag zu tun, dass wir für den vernünftigen Rahmen setzen, dass wir den Rahmen vernünftig setzen müssen. Was haben wir gemacht? Natürlich haben wir in den letzten 2 Jahren uns intensiv um Corona gekümmert und haben sehr darauf geachtet, dass wir als Regierung hier möglichst auch gemeinsam mit der Opposition, oft ist es gelungen, den Rahmen richtig gestellt haben. Wir haben große Notkredite auf den Weg gebracht, um die Menschen, um die Wirtschaft im Land zu unterstützen, um Eltern zu entlasten. Und bei den Zukunftsthemen ist es eben der Bereich der Energiewende, für den wir weiter die Weichen gestellt haben, auch mit Bundesratsinitiativen, was die CO2-Bepreisung betrifft. Da haben wir uns letztendlich auch durchgesetzt. Wir sind weitergekommen bei der Ausweisung von Windflächen, bei der Genehmigung von Windrädern. Wir haben das Klimagesetz gemacht mit Photovoltaik auf Gewerbeflächen. Hier hätten wir uns mehr gewünscht als Grüne, die Solarpflicht auf Dächern. Das wird jetzt hoffentlich in einem nächsten Atemzug kommen. Aber wir sind auch im Bereich der Kindertagesstätten, das ist so ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ganz weit gekommen mit einer guten Kita-Reform. Da müssen jetzt die nächsten Schritte kommen. Die Erzieher und Erzieherinnen müssen mehr entlastet werden durch mehr Fachkräfte. Und ein dritter Bereich, in dem wir wirklich gut vorangekommen sind, das will ich ansprechen, ist auch der Schulbereich. Da war es uns so wichtig als Grün, die Perspektivschulen aufzubauen, also den Schulen, die in Stadtteilen sind, wo es ein bisschen schwieriger für die Menschen ist, dort mehr Unterstützung mit mehr Personal auch zu geben. Und auch dieses soll weitergehen. Also Bildung, soziale Gerechtigkeit, Energiepolitik. Ich könnte jetzt noch viel mehr aufzählen, aber weil die Sonne so schön scheint und vermutlich die ein oder der andere auch noch was anderes vorhat, will ich da hier einmal beenden und unser Wahlprogramm empfehlen. Da steht nämlich drin, was wir schon gemacht haben, aber auch, was wir noch alles vorhaben. Ja, einmal ein Applaus für das Wahlprogramm und ich finde auch einen Applaus für den Führungsanspruch. Denn die Grünen haben immer gerne mitregiert, das hat auch super geklappt. Man könnte ja auch sagen, ganz komfortabel, ach, das machen wir jetzt nochmal, so ging ja auch ganz gut. Aber nein, ihr sagt, wir wollen regieren. Ich bin in die Politik gegangen damals, um gestalten, um zu verändern. Für mich ist das Finanzministerium ein Gestaltungsministerium. Ich bin sehr machtbewusst, das sage ich auch immer offen. Es wird ja so erwartet von Frauen, dass sie sagen, ach naja, Macht und will ich das gar nicht. Nein, ich bin machtbewusst, weil ich sage, wenn wir mitbestimmen als Frauen, wenn wir mitbestimmen als Grüne, dann verändert sich auch etwas und nur daneben zu sitzen und andere kritisieren, ist nicht mein Ding. Deshalb, wir reden gut und nicht schlecht über andere. Wir wollen vorankommen.
Wir haben das Thema Klimaschutz jetzt schon natürlich öfter angeschnitten und haben auch über Preissteigerungen gesprochen. Das ist ja immer was, was den Grünen immer wieder vorgehalten wird. Auch, oh Mann, wenn ihr da mit allem durchkommt und das so macht, das wird doch so teuer. Und wer bezahlt es nachher, zahlen wir das alles. Wie nimmt man da den Menschen die Sorge? Und stimmt das überhaupt? Oder ist das eine Wahrnehmungsfrage? Monika hat es ja schon gesagt, das, was die Energiepreise im Moment hochtreibt, ist der Krieg und der Hunger der Welt nach fossilen Energien. Es sind nicht erneuerbare Energien. Und hätten wir 30 Jahre lang engagiert Klimaschutz gehabt, würden jetzt alle Autos mit Strom fahren und der Strom würde durch Wind- und Solaranlagen produziert werden. Wir hätten diese Debatte überhaupt nicht. Wir haben nicht 30 Jahre lang Klimaschutz gemacht. Schleswig-Holstein die letzten 10 Jahre energisch, aber leider Rest der Republik nicht in dieser Form. So, und jetzt gibt es eine Abhängigkeit. Und die Abhängigkeit ist natürlich klar, wenn die Märkte spekulieren, die Rohstoffbörsen nach oben gehen und wir in der Abhängigkeit sind, dann zahlen wir halt alle einen Preis dafür. Das heißt aber, kann ja nur heißen, so schnell wie möglich raus aus dieser Abhängigkeit, denn wenn die Welt die Produktion von fossilen Energien zurückfährt, dann wird der Markt immer enger werden. Das also hat Monika ja schon gesagt, dass die Preise wieder richtig runtergehen. Vielleicht bleiben sie jetzt nicht auf diesem teilweise ja wirklich abenteuerlichen Niveau. Also da war man wirklich noch nie teilweise. Aber das fossile Energiespot günstig werden wird, das ist vorbei. Diese Welt wird es nicht mehr geben und die darf es auch nicht mehr geben, weil dann ja alle weiter rumasen wie bisher. Wie bildet sich der Preis? Das ist vielleicht ganz interessant. Mal kurz an der Börse. Der wird immer durch das höchste Gebot, also durch den höchsten Preis, der bestimmt den Strompreis für uns. Das sind im Moment die Gaskraftwerke, aber sie werden, weil sie eben so teuer sind, nur dann eingesetzt, wenn wirklich Gas gebraucht wird. Je mehr man also Wind und Solar hat, umso weniger muss man Gaskraftwerke einsetzen, umso weniger bestimmt der höchste Preis von den Gaskraftwerken den Strompreis. Und den Strompreis, den wir bezahlen, das ist halt der Durchschnitt dann der Börsenpreise. Je mehr wir Wind und Photovoltaik haben, umso günstiger ist der Strompreis. Also bauen wir das doch endlich aus, das ganze Zeug. Und ja, für die Umstellung, das... Für die Umstellung in anderen Bereichen braucht es Investitionen. Also wenn die Stahlproduktion dann auch mit Wasserstoff vonstatten gehen soll, wenn Schiffe oder Flugzeuge irgendwann ebenfalls mit Wasserstoff fahren, dann brauchst du halt neue Schiffe oder neue Flugzeuge oder neue Motoren. Das kostet Geld. Das ist ja völlig klar. Wenn die Häuser saniert werden, dann kostet das auch Geld. Aber dieses Geld hat das Land. Das haben die Kompanien, das haben die Flugzeugfirmen, das haben die Reedereien, das hat der Staat. Die Frage ist, halten wir das Geld zurück und sparen es oder geben wir es aus? Und das ist im Grunde die Grundsatzfrage der Finanzpolitik. Investieren wir jetzt in unser Land, um es für die nächsten Jahrzehnte klimaneutral und zukunftsfest zu machen? Schaffen wir Arbeitsplätze, Wertschöpfung, die neuen Formen von Techniken, die neuen Formen von Antriebsbetrieben, die neuen Formen von Elektrolyseuren und der Wasserstoffgewinnung hier im Land? Oder machen wir es nicht? Und selbst wenn wir uns entscheiden würden, es nicht zu machen, wird es ja nicht passieren. Dann machen es eben nur die anderen. Und dann am Ende, wie bei der E-Mobilität, lassen wir uns abhängen. Und das sollte uns nicht ein zweites oder ein drittes Mal passieren. Also alles spricht dafür, diese Investitionen jetzt zu tätigen. Und sie rechnen sich schon sehr, sehr mittelfristig. Sie rechnen sich wegen der hohen Energiepreise, fossile Energien, je weniger wir da ausgeben, umso besser. Und sie rechnen sich volkswirtschaftlich allemal, weil dadurch Arbeitsplätze, Wertschöpfung, Produktivität hier im Land gehalten wird. Also die klimaneutrale Gesellschaft zu bauen, ist nicht nur eine klimapolitische Notwendigkeit, eine sicherheitspolitische Zwangsläufigkeit jetzt gegen Putin, sondern auch ein ökonomischer Mehrwert. Und deswegen jetzt Wahlkampfempfehlung dann doch, wählen Sie die Partei, die diesen Mehrwert herstellen wird für dieses Land. Ich darf das sagen, ne? Die Grünen, meint er. Monika, wie sieht es denn aus in der Landeskasse? Du bist ja Finanzministerin. Hast du genau diesen Weg, auch diesen Investitionsweg? Ist das ein Weg, den du da gehen willst auch, den du da so siehst? Den Weg gehe ich seit 10 Jahren. Wir sind in Schleswig-Holstein ja immer ein armes, kleines Bundesland. Andere Länder haben mehr. Aber wir sind ein Land, was die Gelder auch wirklich klug einsetzt. Und ich habe in den letzten Jahren so gewirtschaftet,
dass wir immer den Haushalt ein bisschen vorsichtiger und mit Reserve aufgestellt haben. Am Jahresende hatten wir Geld übrig und das haben wir in Sondervermögen überführt. Und das haben wir für unsere Infrastruktur gemacht, weil wir über Jahrzehnte hier eine Situation hatten. Wir hatten entweder Geld und keine Planung oder wir hatten eine Planung und kein Geld und waren immer in dieser Jährlichkeit der öffentlichen Haushalte gefangen. Das haben wir geändert, haben Sondervermögen aufgebaut und haben jetzt eine planbare und verlässliche Sanierung der Infrastruktur. Und wer durchs Land fährt, der sieht das auch. Unsere Hochschulen werden massiv modernisiert und saniert. Unsere Krankenhäuser werden saniert und modernisiert. Wenn eine Landesstraße gebaut wird, wird der Radweg mitgemacht. Wir stellen jetzt zum Glück die Dieselfahrzeuge, Loks auf der Schiene um, auf emissionsarm. Also wir sind richtig vorangekommen. Und wenn irgendjemand nochmal sagt, Infrastruktursanierung ist konservativ, dann können wir stolz sagen, Infrastruktursanierung ist grün. Es ist in Schleswig-Holstein noch nie so viel modernisiert und saniert worden wie mit uns Grünen. Darf ich noch kurz was ergänzen? Den Weg, den Monika Heinold vor 10 Jahren ersonnen hat, den geht jetzt der Bund. Das haben ja einige mitgekriegt. Das Sondervermögen für das Militär ist ein Sondervermögen. Das ist das, was Monika gemacht hat. Mit dem einen Unterschied, natürlich davon abgesehen, dass es nicht fürs Militär ist, sondern für die Infrastruktur, die Krankenhäuser und so weiter, dass Monika ein echtes Sondervermögen angelegt hat. Und was der Bund im Moment macht, sind Sonderschulden. Ja, das sind natürlich, diese 100 Milliarden sind kein Vermögen, das sind Kredite. So, das ist der Unterschied zwischen Monikas Finanzpolitik und der des Bundes. Lindner macht Schulden, um zu investieren. Ich habe gespart, um zu investieren. Jawohl! Vielleicht müssen sich Frauen manchmal noch mehr loben, auch für das, was sie gemacht haben, oder? Dann muss erstmal jemand kommen und sagen, guck mal, das habt ihr doch gemacht. Ja, manchmal ist das so, aber deshalb habe ich vorhin schon den Machtaspekt auch in den Vordergrund gestellt, weil ich auch Frauen ermutigen möchte. Ich sehe ja hier auch viele junge Frauen und ich möchte alle Frauen ermutigen, wirklich den Machtanspruch zu stellen und euch etwas zuzutrauen. Ich weiß noch, als ich Kreistagsabgeordnete wurde, so ein bisschen über die Quote da reingedrängt und dachte, oh, große Politik. Und dann erlebte ich bei einer Landtagswahl, welche Männer plötzlich in den Landtag einzogen. Und das war für mich der Moment, um zu sagen, hallo, Moment mal, da traust du dir jetzt auch einmal etwas zu. Und dieses sich ermutigen, sich etwas zutrauen, zu sagen, ich probiere das mal, da will ich alle ermuntern und bestätigen und will sagen, dass gerade in der Zusammenarbeit, Robert, und da kommst du nochmal ins Spiel, gerade in dieser Zusammenarbeit sich gegenseitig zu ermutigen und sich auch immer wieder stark zu machen und sich zu stützen und zu stärken, das ist so wichtig. Und mir sagte in Lübeck gerade vor 2 Tagen, sagte ein junger Mensch auf einer Veranstaltung, das hat mich sehr berührt, der war im Haustürwahlkampf unterwegs und an einer Haustür war es wohl nicht so nett. Und dann ist er zu seinem Kumpel gegangen und die beiden waren irgendwie so 20 und dann hat der andere den in den Arm genommen und hat gesagt, Mensch, an der nächsten Haustür wird es wieder besser. Und dieses sich ermuntern, ermutigen, aufeinander achten, sich mitnehmen, partnerschaftlich zusammenarbeiten, sich austauschen. Robert und ich, wir pflegen auch den kurzen Draht, dann gibt es mal eine Sims und eine ehrliche Antwort in die eine oder andere Richtung. Aber das hilft und das stärkt. Und deshalb an alle jungen Männer, aber auch jungen Frauen, traut euch etwas zu. Ihr könnt unglaublich viel reißen, bewegen und bewirken, wenn ihr erstmal damit anfangt. Und viele von euch haben ja schon damit angefangen. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt hier in Flensburg ist, wie viele Menschen hier tatsächlich auch Grünwähler sind oder sehr breit interessiert. Genug, um das Direktmandat zu gewinnen. Jawohl! Ja, was man aus entgegengesetzten Ecken oft als grüner Politiker, grüne Politikerin zu hören bekommt, ist, ja, man muss sich ja viele Themen auch leisten können. Das ist so,
Ja, ihr wollt dann dies und das und dafür noch Geld, aber es geht doch im Endeffekt um das Portemonnaie der kleinen Leute. Ist das ein Missverständnis? Ist das ein Kommunikationsproblem? Was läuft da schief? Weil die Grüne Partei ist eine sehr soziale Partei. Naja, erstmal ist es Wahlkampf und jeder fliegt da seine Klischees. Ich würde vielleicht sagen, dass wir auch nicht immer komplett frei davon sind, ehrlicherweise. Aber Klimaschutz oder gesunde Ernährung ist was für Besserverdienende, ist ein Klischee. Man kann es natürlich so argumentieren. Ja? Also natürlich ist es so, dass ökologische Produkte, weil sie nicht mit den ökologischen Folgen von Pestiziden oder Überdüngung produziert werden oder der engen Schweinehaltung, also der Degradierung von Tieren zu Rohstofflieferanten produziert werden, dann einen höheren Preis haben. Das stimmt. Aber würde man die Landwirtschaft komplexer denken, also alle Menschen werden satt und man würde trotzdem die Umwelt schonen, würde der Preis sinken, wir würden uns ein bisschen anders ernähren und alle könnten es sich bezahlen, alle könnten es sich leisten. Also man kann das sehr leicht argumentativ auflösen, es ist ein Verharren im alten System. Und nicht genannt sind natürlich damit, dass die Schäden und die Folgewirkungen auch von allen getragen werden müssen. Also insofern finde ich, ist da eine sehr kurzfristige Betrachtungsperspektive dabei. Und übersehen wird eben, dass die Entlastungswirkungen ja von uns immer mitgedacht werden. Monika steht auf der Landesebene wie keine zweite dafür, Finanzpolitik immer auch als Sozialpolitik zu denken. Da kommt sie her. Das muss man gar nicht ihr sagen. Es gibt bestimmt Finanzministerinnen oder Finanzminister, die man ab und zu mal daran erinnern muss, dass Geld kein Selbstzweck ist, aber Monika gehört nicht dazu. Insofern sind die infrastrukturellen Leistungen, die Möglichkeiten in der Flüchtlingshilfe was zu machen, die Möglichkeiten, die Kitas und Schulen zu entlasten, immer ja finanzpolitisch vorbereitet worden. Und was die ganzen Umweltfragen angeht, gilt das letztlich ganz genauso. Es ist im Übrigen, ja, wie soll ich sagen, geradezu fadenscheinig manchmal, dass einige ihr soziales Gewissen immer exakt dann entdecken, wenn es darum geht, Klima- oder Umweltschutz zu verhindern. Also nie spielt Lohngerechtigkeit, sozialer Ausgleich eine Rolle. Alle, wir wollen einen maximalen Mindestlohnsektor haben, denn Mindestlohn kann nicht niedrig genug sein und die Steuern sollen für die Besserverdienenden gesenkt werden. Das ist sozusagen die Agenda, die Agenda, die Agenda. Aber wenn es darum geht, dass man vielleicht sagt, was soll ich denn jetzt sagen, wollen wir nicht mehr Busse und Bahnen einrichten? Da, das ist für die Besserverdienenden. Also immer dann, wenn es darum geht, Klimaschutzmaßnahmen in Frage zu stellen, dann wird das soziale Herz auf einmal ganz nervös und fängt ganz wild an zu schlagen. Ich würde sagen, drehen wir es doch um. Machen wir im Klimaschutz alles richtig und vergessen wir mal nicht, und vor allem diejenigen, die sonst immer auf der Bremse stehen, dass höhere Löhne, eine Überwindung von Hartz IV, eine bessere Aufstellung von Kitas und Schulen, Zugänglichkeit und Teilhabe in allen Bereichen, dass das eine Notwendigkeit ist, und dann kommen wir auch gut klar miteinander. In der Corona-Pandemie haben sich auch Verwerfungen in der Gesellschaft gezeigt. Da sind Menschen zusammengegangen zu Demonstrationen. Wir kennen alle die Bilder. Gibt es ein Erstarken auch von rechten Kräften in Deutschland und muss da wirklich was gegen getan werden? Wie sieht das aus? Die AfD hat im Schleswig-Holsteinischen Landtag, glaube ich, 6%, liegt jetzt in Prognosen vielleicht bei 7. Wie sieht das aus? Ja, hier lebt jetzt seit mehreren Jahren die Reden der AfD im Landtag und das ist erschreckend. Anfangs waren die noch so ein bisschen zurückhaltender und haben sich so ein bisschen vorgetastet und haben dann gemerkt, dass sie eben leider in der Gesellschaft in Teilen Rückhalt haben und wurden immer radikaler, immer menschenverachtender in ihren Reden im Parlament. Das ist oft schwer zu ertragen. Da muss ich mir immer wieder sagen, das ist Teil unserer Demokratie, auch wenn es echt hart ist, das zu ertragen. Und zum Glück ist es im Parlament aber so, dass unabgesprochen es meist eine sehr gute Gegenrede von einer demokratischen Partei gibt, die auch sehr hart dagegen halten und es auf den Punkt bringen. Und deshalb, wir müssen jeden Tag achtsam sein in unserer Gesellschaft, dass wir Rechtsradikalen kein Zentimeter breit Raum
lassen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten als Gesellschaft manchmal nicht so ganz genau hingeschaut, weil wir dachten, der Spuk ist vorbei. Aber das ist falsch. Wir müssen genau hinschauen und wir müssen auch mutig genug sein, im Alltag Stopp zu sagen, statt vielleicht so zu tun, als hätten wir es nicht gehört. Absolut. Und zwei Anmerkungen würde ich gerne noch machen. Es sind die Rechtsradikalen Europas, einschließlich der AfD, die die letzten Jahre auf Putins Schoß gesessen haben. Wir haben hier schon über autoritäre Regime und den Kampf und die Verachtung von Freiheit und Wahlen und einer offenen, vielfältigen, pluralen Gesellschaft und dem Missverständnis, dass das eine Schwäche ist, sondern die eigentliche Stärke ist, haben wir schon gesprochen. Und es sind immer die Autoritären, auch in Europa gewesen, auch in Deutschland gewesen, die russische Medien, russische Propaganda, russisches Geld gerne genommen haben, um ihre Zwecke zu missbrauchen. Also der Widerstand gegen Putin ist auch einer, der die rechtsradikalen Kräfte in Deutschland zumindest schwächen sollte. Insofern, dass diesen Zusammenhang darf man nicht übersehen, dass sie davon profitiert haben und die Nutznießer auch dieses Regimes waren und sich dafür nachträglich und eigentlich in der Gegenwart schon hätten schämen sollen. Und das Zweite, 6%, vielleicht 7% AfD in Schleswig-Holstein ist eine gute Nachricht. Meinetwegen sind es noch 2-3 zu viel und wenn es gelingt, die AfD wieder aus dem Landtag rauszuhalten, dann können wir alle stolz darauf sein. Und wir können das ja selber machen, indem wir die Wahlbeteiligung hochhalten. Prozente heißt ja, es müssen mehr Menschen die anderen Parteien wählen und gerne die Grünen wählen als die AfD. Das haben wir also selber in der Hand. Also auch wenn ihr nicht die Grünen wählt oder eure Freundinnen oder Freunde, dann wählt wenigstens andere demokratische Parteien. So halten wir die AfD draußen aus dem Landtag. Und die sind natürlich immer in der Lage, sich zu mobilisieren. Seien wir stärker, mobilisieren wir mehr. Und was wäre das für ein Zeichen, wenn die AfD aus dem Landtag rausfallen würde am 8. Mai? Ein super Zeichen in dieser Situation. Das wäre die richtige Antwort auf die Krise. Aber eins noch. Schleswig-Holstein ist, ich habe ja schon darüber gesprochen, wie die politische Kultur war. Es wäre jetzt nicht super überraschend gewesen, wenn man, keine Ahnung, Schleswig-Holstein der 80er Jahre vorgestellt hätte, wenn die AfD hier einen Hochbock hätte. Das Land, ländlich geprägt, starke Bundeswehrstandorte früher gewesen, also eine militarisierte Gesellschaft im gewissen Sinne und eine Tradition, also bis in die 30er Jahre zurück, war immer anfällig gegen die AfD und war immer anfällig für rechte Parteien. Und dass gerade Schleswig-Holstein im Unterschied sogar zu einigen süddeutschen Bundesländern ihnen so wenig Raum gibt, ist doch ein wunderbares, starkes Zeichen, wo wir als Land stehen. Und gerade die Menschen, die weil ich gerade die Bundeswehr angesprochen habe, die Polizei, die Bundeswehr, die öffentlichen Institutionen, wie eine Wand stehen wir geschlossen gegen den Rechtspopulismus. Also das hat das Land doch wirklich, wirklich vorangebracht. Und eine tolle Geschichte will ich erzählen, um das nochmal ins Bild zu fassen, wie sich das dann mal anfühlt. Als ich glaube, es war das erste Mal, dass ich mit Monikas Kollegin, meiner auch, aber jetzt im Doppelduo mit Amina, zu einer Demonstration gegangen bin. Das war in Neumünster und wir hatten Parteitag in Neumünster und es gab da eine rechte Demonstration und dann haben wir den Parteitag unterbrochen und haben so eine Art Gegendemonstration gemacht und sind dann als Parteitag einige Nicken, Pelle oder was, du warst wahrscheinlich dabei, sind wir dahin, 150 Leute und weil das halt eine richtige rechte Demo war, kam auf einmal die Polizei, also massive Polizei sozusagen, ne? Und alle Grünen haben so ein bisschen so, oh, jetzt kommt die Polizei. Und Amina hat gesagt, Gott sei Dank kommt die Polizei. Die hatten mich, wenn man mein Leben geführt hat, also wie ich unter Rassismus zu leiden hat, dann freust du dich darüber, dass die Polizei dich beschützt. Und so sind wir dann mit der Polizei geführt von Amina dahin gegangen. Und da hast du verstanden, wie dieses Land eigentlich funktionieren kann, wenn alle sich zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bekennen, dafür auf die Straße gehen und den Schutz dafür bekommen. Also da, finde ich, kann Schleswig-Holstein stolz darauf sein, wie
die Zivilgesellschaft, aber auch die öffentlichen Institutionen in den letzten Jahren zusammengewachsen sind und zusammenhalten. Ich kann mich dafür nur bedanken für die Arbeit von Polizei und Bundeswehr, aber eben auch Danke nur sagen für dieses Land, das ja nicht geboren wurde, so zu sein, sondern dass sich das erkämpft hat in den letzten 15, 20 Jahren. Das ist etwas, worauf wir aufsetzen können. Und aufsetzen heißt, so stark zu werden, dass die AfD beim nächsten Mal nicht im Landtag ist. Einmal kurz noch dazu nachgehakt, auch bei dir, Monika, gerade die Konservativen trommeln immer sehr mit dem Thema innere Sicherheit, besetzen das so für sich. Da habt ihr in den letzten Jahren auch schon viel gemacht in Schleswig-Holstein und es soll auch noch mehr werden. Magst du das auch noch mal kurz skizzieren? Ja, wir haben die Polizei gestärkt, mehr Personal, bessere Ausrüstung. Ich bin auch regelmäßig mit der Polizei im Gespräch im Rahmen von Tarif- und Besoldungsgesprächen. Und der Bereich der inneren Sicherheit ist ja noch viel mehr. Also einmal geht es rein in den Bereich der Justiz, auch da haben wir gestärkt. Und wir definieren natürlich die innere Sicherheit gerade auch aus dem weiblichen Aspekt heraus, Gewaltschutz, Prävention, Frauenfacheinrichtungen, Beratungseinrichtungen, auch das ist Sicherheit für uns Frauen und deshalb von der Polizei über die Justiz bis zu den Beratungseinrichtungen, da ist viel passiert und das wird weitergehen. Und Robert, was mir wirklich wichtig ist, ist dieser Aspekt des Dankesagens auch an die Polizei, auch auf dieser Veranstaltung wieder. Wir haben Personenschützer, wir haben Polizei und das ist gut, dass wir gemeinsam dazu beitragen, dass Demokratie sicher stattfinden kann. Und Sicherheit ist die Grundlage für Frieden und für Demokratie und Hand in Hand geht's am besten. Kann ich da noch? Ich komme so ein bisschen, ja, ich weiß, wir kommen jetzt ein bisschen ins Klönen, aber weil es ist nicht nur Polizistinnen und Polizisten, wenn ihr das hört, das Aufpassen bei dieser Veranstaltung, wenn man wahrscheinlich einen Titel hat oder so, dann darf man Nachtfahrten mit der Polizei machen. Ich habe das hier in Flensburg ein paar Mal gemacht. Und das ist jedes Mal besonders, weil die Kollegen, die mich dann mitnehmen in den Autos, dann permanent, und das sind wahrscheinlich für sie dauernd normale Situationen, für mich sind das ganz unübliche Situationen gewesen, ja in lauter konflikthafte Szenarien gerufen werden, Nachbarstreitigkeiten oder häusliche Gewalt. Und was ich gesehen habe, ist, dass die permanent versucht haben, und nicht nur versucht haben, sondern das permanent den ganzen Abend deeskaliert haben. Also Leute waren besoffen, haben ihre Frau geschlagen, Nachbarn sind da kurz davor gewesen, mit dem Messer aufeinander loszugehen, dann gab es da eine Vermischung von auch kulturellen Konflikten und das sage ich jetzt voller Ehrfurcht, ja, normale Polizistinnen und Polizisten, also jetzt nicht Konfliktforscher von irgendwelchen Hochschulen, die sind einfach hingegangen und sagen, so Leute, jetzt trennen wir euch das mal, jetzt hört mal zu, so geht das hier nicht und hört auf, hier so einen Lärm zu machen und auf einmal ging es dann, haben sich die Leute quasi wieder vertragen. Das zu sehen, wie man in total brenzlichen Situationen so klug agieren kann, war jedes Mal total beeindruckend. Und ich glaube, da fängt eigentlich die Arbeit an der Zivilgesellschaft schon an. Also danke fürs Aufpassen, aber die Arbeit von Polizei aus eigener Anschauung ist eben viel früher schon dabei, Streit oder Missgunst oder Gewalt in der Gesellschaft zu unterbinden. Also das war eine eindringliche Erfahrung und eine, die ich nochmal schnell hier darstellen wollte, mit herzlichem Dank, dass ich die Erfahrung sammeln durfte bei den Kolleginnen und die Kollegen, die sind wahrscheinlich jetzt auch da und hören das ein bisschen, da ist ja die Polizeiwache von Flensburg. Also das ist was Besonderes, euch bei der Arbeit zuzugucken. So, jetzt kommen wir mal zu den Fragen aus dem Publikum. Ich bin nicht so ganz gut, meine Handschrift ist schlecht, sagt man mir nach, aber ich bin noch nicht so gut darin, andere Handschriften zu lesen. Ich versuche es einfach mal, sonst hilfst du mir mit. Die erste Frage geht an Monika. Thema Bildungspolitik. In vielen Schulen, allgemeinbildend oder Förderzentren herrscht derzeit Lehrermangel, sowohl weil es kein Personal gibt, als auch weil Stellen auf Naht genäht sind und bei Krankheit Löcher gestopft werden müssen. Wie wollen die Grünen dieses Thema angehen? Ja, wir haben ja in den letzten Jahren mehr Stellen geschaffen, um die 100%ige Unterrichtsversorgung herzustellen und auch um die Perspektivschulen zu stärken.
Aber wir brauchen natürlich auch die Menschen und nicht nur die Stellen. Und da gibt es keine einfache Antwort, sondern wir müssen ehrlich sagen, dass der Fachkräftemangel in allen Bereichen eine der zentralen Aufgaben sind. Jeder Bereich wird für sich werben. Die Wirtschaft wird versuchen, die jungen Menschen, den jungen Menschen attraktive Angebote zu machen. Wir werden es als öffentliche Hand. Und das betrifft dann auch die Schulen. Und deshalb ist es eine Mischung aus attraktive Angebote machen, eine gute Ausbildung sichern, junge Menschen für den Beruf der Lehrkraft zu motivieren, aber auch die Arbeitsbedingungen zu sehen, sodass es zu schaffen ist. Und da haben wir viel zu tun. Aber wenn ich jetzt hier eine einfache Antwort präsentieren würde, wäre das falsch, sondern von der Stellenversorgung bis zur Ausbildung, bis zur Situation am Arbeitsplatz, immer im Gespräch mit den Lehrkräften schrittweise Verbesserungen organisieren. Das ist das, was wir gemacht haben und was weitergehen muss. Okay. Eine Frage an Robert. Größe der Parlamente, speziell Bundestag. Gibt es eine Chance, dass im nächsten Bundestag nur 598 Abgeordnete sind? Ja, die gibt es. Und die muss aber auch ergriffen werden. Und steht ja im Koalitionsvertrag, das ist jetzt nicht Regierungshandeln, sondern Sache des Parlamentes. Also die Fraktionen müssen sich zusammenfinden. Also das Problem ist ja, dass Leute quasi dagegen entscheiden müssen, also dafür entscheiden müssen, dass sie quasi ihren Wahlkreis verlieren. Müssen sie aber, meiner Ansicht nach, weil sie nicht im Wahlkreis, also nicht als Abgeordnete allein ihres Wahlkreises da sind, sondern als Abgeordnete des Deutschen Bundestages, und im Zweifelsfall müssen sie dann eben einen anderen Wahlkreis gewinnen. Das Parlament ist zu groß. Ausrufezeichen. Punkt. Und so muss das dann auch jetzt mal reformiert werden, dass es wieder kleiner wird. Jetzt hat mir hier jemand in die Ecke geschrieben, ich soll das anders formulieren, aber ich muss, hier steht, wie werden wir Daniel Günther los? Das heißt wahrscheinlich übersetzt, wie können wir stärkste Kraft im Land werden? Genau, ich hatte ja schon gesagt, wir reden gut über uns und nicht schlecht über andere. Deshalb stellt sich nicht die Frage, wie werden wir Daniel Günther los, sondern die Frage, mit der wir uns beschäftigen, wie werde ich Ministerpräsidentin? Genau. Dazu brauche ich euch alle und da machen wir kräftig Wahlkampf. Hier kommt eine Frage, die ich an euch beide stelle. Soll, kann, darf die Landesregierung, Bundesregierung bereits jetzt schon die Themen Flüchtlinge und Fachkräftemangel zusammenführen? Und wenn ja, gibt es bereits Pläne, wie man den Fachkräftemangel besonders in Mangelberufen wie der Pflege lösen kann, zum Beispiel mit Hilfe der erwarteten Flüchtlinge? Das ist jetzt eine Frage, die ich hier weitergebe. Ja, man kann das zusammenführen, allerdings nicht, bitte flieht, wir brauchen Fachkräfte. Die Leute fliehen vor Tod, vor Verwüstung, vor jeder Form von Not, und sie haben ein Recht auf Schutz, auf Unterbringung, auf Hiersein, auch wenn sie hier nicht arbeiten wollen. Punkt. Wir haben allerdings einen Fehler gemacht. Wir haben einen Fehler gemacht 2015 und fortfolgend, dass wir die Menschen, die hier arbeiten wollten, von der Arbeit ferngehalten haben. Und das sollte uns nicht wiederholen, nicht wieder passieren und passiert uns auch nicht wieder. Es ist jetzt ja schon Sorge getragen worden, dass alle Menschen, die hierher kommen aus der Ukraine, sofort arbeiten können. Das werden jetzt nicht alle tun. Es sind ja vor allem Frauen und Mütter mit Kindern, die fliehen. Die Männer dürfen aus der Ukraine gar nicht raus. Aber wenn sie wollen, können sie Arbeit finden. Und wenn sie dann hier bleiben wollen, später, dann sollten sie das tun dürfen. Und wenn sie wieder zurückgehen wollen, dann sollen sie wieder zurückgehen dürfen. Aber wir sollten also nicht den Fehler machen, eine Fluchtsituation ausbeuten zu wollen. Aber wir sollten auch nicht den Fehler machen, zu sagen, Flüchtlinge sind Flüchtlinge, die werden hier isoliert von dem öffentlichen Leben und von dem Arbeitsmarkt. Das haben wir 2015 fortfolgende getan, tun es teilweise ja noch immer. Der sogenannte Spurwechsel, also aus dem Asylsystem in den Arbeitsmarkt zu kommen, ist immer noch viel zu schwer und viel zu kompliziert. Das heißt, wir haben Menschen in Deutschland, die wollen hier bleiben, die sind seit 7 Jahren hier, ihre Kinder haben inzwischen eine Lehre, eine Ausbildung, ein Abitur gemacht, die sind
unsere Nachbarn, Freunde und können unsere zukünftigen Kollegen sein, weil sie aber nicht über den Arbeitsmarkt hierher gekommen sind, sondern über das Asylrecht dürfen sie hier nicht arbeiten. Was für eine Idiotie. Das sollten wir auf keinen Fall tun. Wir sollten sie dann auch nicht mehr zurückschicken sollen, sondern sie dann hier behalten. Und so kann man das differenziert miteinander verbinden, ohne dass man der Hilfe in der Not, der Fluchtsituation irgendeinen Abbruch tut. Wenn jetzt Milliarden für die Bundeswehr ausgegeben werden, woher kommt dann noch Geld für den Klimaschutz? Habe ich ja schon gesagt, die Milliarden für die Bundeswehr sind kreditfinanziert, also das Sondervermögen sind Sonderkredite. Und für den Klimaschutz haben wir doppelt so viel Geld wie jetzt für die nächsten Jahre. Wird ja nicht in einem Jahr ausgegeben, sondern so lange wie es braucht, eben das Militär zu ertüchtigen, haben wir doppelt so viel Geld. 200 Milliarden Euro, ein Teil davon ebenfalls kreditfinanziert, 60 Milliarden. Der andere Teil kommt aus Steuereinnahmen und aus Umschichtungen im Haushalt. Damit kann ich super arbeiten. Das ist erstmal auskömmlich. Ich bin mir nicht sicher, ob es am Ende für alles reicht, weil die Leute tatsächlich jetzt wirklich anfangen, Gebäude zu sanieren. Wir haben in der Politik gab es sozusagen eine stehende Redewendung: der schlafende Riese beim Klimaschutz ist der Altbestand bei den Gebäuden. Da kommen wir nicht schnell genug voran. So, jetzt bei den hohen Gas- und Energiepreisen, jetzt ändert sich das. Die Leute fangen an, ihre Häuser zu sanieren und Häuser zu dämmen. Insofern kann es sein, dass wir am Ende sogar noch mehr Geld brauchen, aber erstmal ist das natürlich auskömmlich. Und ich will auch dazu sagen, auch wenn ihr das Schild gerade hochhaltet, das bezieht sich jetzt auf die Rüstungsexporte in die Ukraine, dass ich es total richtig finde, dass wenn man eine Armee hat, dass die Armee auch einsatzfähig ist. Und dass wenn man Maschinen, Panzer, Hubschrauber, was immer hat, dass die auch funktionieren können. Wir können da funktionieren müssen. Wir können darüber streiten, welche Teile wir brauchen, welche Ausrüstung wir brauchen. Aber die Ausrüstung, die wir haben, muss einsatzfähig sein. Sonst lügen wir uns in die eigene Tasche. Und wir kommen in dieser Zeit nicht ohne einsatzfähige Armee aus. Und deswegen ist es richtig, dass da rein investiert wird. Ja, ich kann auch gerne was, wenn ich gefragt werde, zu den Rüstungsexporten oder Rüstungsgütern für die Ukraine sagen. Aber das musst du mir... Möchtest du das? Ich finde, wir haben das Thema schon... Möchtest du das machen, dann mach es gerne. Ansonsten würde ich sagen, wir waren da schon. Ich würde gerne ein bisschen beim Land bleiben und bei den Themen, die hier auch anstehen. Ja? Ja, du entscheidest. Gut. Die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, Karin Prien, hat ein Verbot zur Nutzung von gendergerechter Sprache an Schulen und Unis im September 2021 erlassen. Werden Petitionen und Anträge von Jugendlichen beachtet und wollen die Grünen diesen Erlass im Fall des Einstiegs in die Landesregierung zurücknehmen? Das fragt Niklas, 17 Jahre alt und seit 8 Tagen Mitglied der Grünen Jugend. Super, Niklas! Herzlich willkommen! Ja, natürlich, das war faul gespielt von der Bildungsministerin gegen uns Grüne. Wir haben das harsch und öffentlich auch kritisiert und natürlich wollen wir das zurücknehmen. Es ist völlig absurd, jungen Menschen einen Fehler anzustreichen, weil sie in ihrer Schriftform Diversität erleben. Und deshalb, das muss rückgängig gemacht werden. Das ist unser Ziel. Zum Ende vielleicht noch eine Vision von euch beiden, die ihr entwerfen dürft, sollt. Wie sieht die Wirtschaft Schleswig-Holsteins im Jahr 2035 aus? Sie ist klimaneutral, an der Spitze der globalen Ingenieurskunst. Die Hochschulen in Kiel, in Flensburg, in Heide, in Lübeck haben ihren Beitrag, leisten den Beitrag permanent. Es gibt eine 1:1 Übersetzung von neuen Forschungserkenntnissen in Umsetzung in den Markt. Und wir werden sehen, und wir werden das jetzt schon sehr zeitnah sehen, dass wir große Ansiedlungen von Batterieproduktion, Wasserstoffproduktion, Industrie im Norden haben, mit der entsprechenden Wertschöpfung dann auch für das Land und den Steuergeldern, die Monika dann wieder umlenken kann. Nee, dann bist du ja Ministerpräsidentin, dann macht ja jemand anders Finanzminister. Wer wird eigentlich Finanzminister, wenn du Ministerpräsidentin wirst? Gute Frage. Aber egal, das klären wir dann danach. Also die dann umgelenkt werden, wieder in soziale Gerechtigkeit, Bildung und Integration und Teilhabe. Und wir werden sehen, dass das, was wir jetzt auch in der letzten Stunde diskutiert haben, die
sicherheitspolitischen Aspekte und die klimapolitischen Aspekte von der Energiepolitik, dass sie sehr schnell jetzt auch zu ökonomischen Standortvorteilen werden. Und deswegen wird Schleswig-Holstein als Wirtschaftsstandort prosperieren und gleichzeitig damit Klimaschutz nach vorne bringen. Ja, vielleicht nur eine kleine Ergänzung. Und das sind die kleinen, das sind die Start-ups, das ist die digitalisierte Wirtschaft, das sind junge Menschen aus dem Kreativbereich zu uns kommen, die kulturelle Szene. Also ich wünsche mir neben den großen Ansiedlungsprojekten, die wir brauchen, also Umbruch in der Wirtschaft, in den großen Betrieben, wünsche ich mir natürlich auch, dass einfach viele Menschen Lust haben, in Schleswig-Holstein hier ihre Unternehmung aufzubauen. Und dass aus Schleswig-Holstein heraus noch mehr Innovation in die Welt wandert und andere zu uns kommen. Und ich will das nochmal zu diesem Aspekt auch der Arbeitskräfte sagen. Für mich gibt es nichts Schöneres als so eine kulturelle Bereicherung, die sich durch alle Ebenen unserer Gesellschaft zieht. Und da gehört natürlich auch die Wirtschaft dazu. Das ist dieses platte Voneinanderlernen. Miteinander tun, da liegen so viele Chancen drin. Und deshalb, Robert, das, was du sagtest, stellt auf Bundesebene bitte, bitte die Weichen so, dass die Menschen, die bei uns sind, auch hier arbeiten dürfen und dass wir sie nicht nach Hause schicken und uns dann groß die Frage stellen, wo sind denn die Fachkräfte? Die Botschaft ist angekommen, wird bearbeitet. Das ist schon so. Also für jedes Unternehmen jetzt, es ist die Rechtsnorm, auch wenn das vielleicht das eine oder andere Ausländeramt noch nicht mitbekommen hat, Flensburg bestimmt ausgenommen und Kiel und Schleswig-Holstein insgesamt, jede Ukrainerin und jeder Ukrainer kann sofort in Arbeit. Das gilt schon. Ja? Also wenn man jetzt morgen anfängt und sagt, kann ich hier einen Job haben, die können einen Job haben. Das ist schon beschlossen. Das ist die Rechtslage in Deutschland. Und den Spurwechsel für die Menschen, die davor da sind, das ist Koalitionsvertrag, das muss schnell umgesetzt werden, sodass die Leute, die früher gekommen sind, also 2015 fortfolgende, wenn sie sich hier gut integriert haben, dann sofort in den Arbeitsmarkt regulär reingehen können und daraus folgt dann ja auch alles Weitere bis hin zur Staatsbürgerschaft irgendwann. Vielen Dank. Das waren viele Informationen, viel Wichtiges, was wir gehört haben. Wir wissen, wir sind sehr gut aufgestellt, wir sind gut vorbereitet und gehen gut aufgestellt in den Landtagswahlkampf. Ich freue mich sehr. Wir kommen zum Ende und ich möchte doch noch das schöne Wetter uns auch inspirieren lassen, uns nochmal etwas, ja, mit etwas Leichterem vielleicht zu beschäftigen. Ihr beide kennt euch schon gut und lange aus der politischen Arbeit. Robert, würdest du freiwillig deine Mittagspause mit Monika verbringen? Absolut. Und nicht nur die Mittagspause, auch den Frühstück und das Abendessen. Ja, aber weißt du denn, was sie in ihrer Mittagspause macht? Also gestern hat sie Fischbrötchen gegessen. Ausnahmsweise, denn ansonsten ist Monika nämlich eine begeisterte in der Förde-Baderin. Okay. Ja, ich finde, das hat einen Applaus verdient. Bei Wind und Wetter. Von Juni bis August sind wir dabei. Ja. Gut, also ich bitte euch, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Wenn Monika sehr gute Laune hat, dann singt sie. Oh, ist das so, Monika? Ja, wie schön. Wenn Robert sehr gute Laune hat, dann guckt er so wie jetzt. Immer mit einem Schmunzeln oder verschmitzt. Mhm. Ja, anders. Wenn Robert sich herausgefordert fühlt, dann dann müssen wir aufpassen. Robert, wie soll ich das sagen? In Deckung gehen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß aber, was du sagen willst. Ja. Robert, schilder du die Szene. Nein, aber dann muss man manchmal mit mir schon Ketten anlegen. Ja, okay, doch so. Und bei Monika Ketten anlegen oder wie ist es, wenn Monika sich herausgefordert fühlt? Nee, ist anders. Ich glaube, dass Monika, ich würde sagen, die seltene Qualität hat, dann trotzdem einen Schritt zurückzugehen und zweimal nachzudenken und ihre, was immer was herausgefordert bedeutet, aber vielleicht Energie, manchmal vielleicht Zorn, Wut oder was so umzusteuern, dass es spitz, prägnant
aber immer noch rational eingehegt ist. Also Monika hat sich sehr gut im Griff, hat eine große Selbstkontrolle, was ich wirklich bewundernswert finde. Das wurde mir aus Ihrem Büro auch zugetragen. 4-mal Kaffee am Tag, keinmal mehr und ein Stück Schokolade, richtig? Ja, große Disziplin. Wenn Monika ein Gewässer wäre, Robert, vielleicht in Schleswig-Holstein oder weltweit, was wäre sie? Das ist dann nicht gerade Schleswig-Holstein, aber ich würde sagen ein Gebirgbach. Ein Gebirgbach? Wegen der Klarheit und Geschwindigkeit. Und der Stetigkeit. Ja, schön. Schönes Bild. Monika, was wäre Robert? Eindeutig die Nordsee. Mal aufbrausend und stürmisch, aber in der Beständigkeit eine Bereicherung. Sehr schön. Welchen Zustand könnt ihr beide besser ertragen? Hunger oder Müdigkeit? Robert? Hunger. Monika? Müdigkeit. Echt? Ja, sehr gut. Perfektes Paar. Gut, ich danke euch ganz herzlich. Jetzt letzte Frage. Wenn die Grünen am 8. Mai stärkste Kraft werden, dann? Ja, dann ist Monika Ministerpräsidentin. Dann ist Monika Ministerpräsidentin. Dann fliegen bei dir die Sektkorken, Monika. Ich glaube, dann kriege ich erstmal einen Schreck und dann geht's los. Und dann brauche ich euch alle, dann brauche ich die ganze Gesellschaft, dann brauche ich ganz Schleswig-Holstein, gute Koalitionspartner, damit es kräftig in Richtung Zukunft geht. Wir haben so viel vor und es ist so viel zu tun und ich habe so viel Lust zu gestalten. Also auf geht's, Robert. Danke, dass du heute hier bist und uns unterstützt. Du bist heute hier, ich wohne hier. Vielen herzlichen Dank, dass ihr beide da wart. Vielen herzlichen Dank, dass ihr auch hier wart. Wir freuen uns auf einen tollen Wahlkampf hier in Schleswig-Holstein. Wir hoffen, dass ihr dabei seid, dass ihr uns unterstützt, wo ihr könnt. Und wir wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ciao.